Begeistert. Wie habt ihr es geschafft, Edward Snowden zum Untersuchungsausschuss zu bekommen? Also ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wir müssen eigentlich doch davon ausgehen, dass wir in Europa hier demokratisch genug aufgestellt sind, um sicherzustellen, dass Leute hier vernommen werden können, dass man Fragen stellen kann. Und ich glaube, das zeigt eigentlich nur, dass da, wo man das möchte, das auch funktioniert. Anke, was wäre ein NSA-Untersuchungsausschuss ohne Edward Snowden? Wäre das überhaupt möglich, sinnvoll? Also möglich ist er, sinnvoll ist er nicht. Das ist eine Farce und wir erleben aktuell einen Aufklärungsboykott der deutschen Bundesregierung. Denn sie stellen angeforderte Dokumente nicht bereit und verweigern die Anhörung, eine sichere Anhörung von Edward Snowden hier in Deutschland. Das ist besonders deshalb ein Problem, weil dem Untersuchungsausschuss die geleakten Dokumente überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Das, was veröffentlicht ist in den Medien, ist das Einzige, was der Untersuchungsausschuss hat. Das ist aber, das wissen wir alle, nur die Spitze des Eisberges. Und der einzige Mensch, der uns erklären kann, wie der Eisberg ganz aussieht, ist Edward Snowden. Das kann er nicht in Moskau, dort ist er nicht sicher. Das haben seine Anwälte auch bestätigt. Er ist auch der Einzige, der uns Kontext liefern kann zu diesen Unterlagen. Denn das Papier ist das eine, aber der Kontext, wie sie zu interpretieren sind, in Zusammenhang zueinander zu stecken, ist etwas ganz anderes. Dazu brauchen wir Edward Snowden. Er hat operative Erfahrungen aus der Arbeit der NSA heraus, weil er damit auch betraut war. Und wie gesagt, sicher Aussagen kann er nur hier. Die Bundesregierung ist verfassungsrechtlich geboten, ihn einerseits herzuholen und andererseits ihn vor Auslieferung zu schützen, denn er ist politisch verfolgt. Mr. Snowden, we are so happy that you are here, that you could come here. Could you please describe your relation, the relation between the American Secret Services and the German Secret Service, BND? I would describe it as intimate. As a matter of fact, the first way I described it in a written interview was that the German services and the US services are in bed together. They not only share information, the reporting, the results from intelligence, but they actually share the tools and the infrastructure. They work together against joint targets and services. And there's a lot of danger in this. One of the major programs that faces abuse in the National Security Agency is what's called X-KeyScore. It's a front-end search engine that allows them to look through all of the records they collect through worldwide every day. You could read anyone's email in the world, same thing. Germany is one of the countries that has access to X-KeyScore. Whether the BND does it directly or knowingly, the NSA gets German data. Whether it's provided, I can't speak to until it's been reported, because it would be classified. And I prefer that journalists make the distinctions and the decisions about what is public interest and what should be published. However, it's no secret that every country in the world has the data of their citizens in the NSA. Millions and millions and millions of data connections from Germans going about their daily lives, talking on their cell phones, sending SMS messages, visiting websites, buying things online. All of this ends up at the NSA. And it's reasonable to suspect that the BND may be aware of it in some capacity. Now, whether or not they actively provide the information, I should not say. If the NSA isn't collecting information on German citizens in Germany,
are they as soon as it leaves German borders? And the answer is yes. Any single communication that transits the internet, the NSA may intercept at multiple points. They might see it in Germany, they might see it in Sweden, they might see it in Norway or Finland, they might see it in Britain, and they might see it in the United States. Any single one of these places that a German communication crosses, it'll be ingested and added to the database. So there's no question that the US is engaged in economic spying. If there's information at Siemens that they think would be beneficial to the national interests, not the national security of the United States, they'll go after that information and they'll take it.